Michael Haneke, Pour Cacher. Aber nicht nur Michael Haneke kann sich als Österreicher im Kino der Welt behaupten. Das Festival von Cannes hatte dieses Jahr zu einem Österreicher-Tag geladen, an dem 20 Filme gezeigt wurden. Wie sehen die Regisseure den Österreicher-Tag in Cannes? Was für mich besonders ist, ist, dass wir uns da als eine Gruppe fühlen, auch als die schon ja, einfach so das Bild auch im Ausland geprägt haben vom österreichischen Film. Na, es ist eine tolle Auszeichnung für das Filmschaffen in unserem Land. Das kommt sicher wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren nicht vor, dass ein Land dass Österreich quasi Europa präsent, also aus Europa herausgegriffen wird und unser Filmschaffen dargestellt wird. Die Bedeutung des österreichischen Filmlandes kann nur verstärkt werden, wenn es mehr gute Filme gibt und wenn es insgesamt mehr Filme gibt. Mittlerweile gibt es doch so viele Talente und so viele gute Projekte, dass die Budgets der Filmförderungen und auch des ORF einfach nicht mehr ausreichen, um alle interessanten Projekte zu realisieren. Das heißt, es sollte mehr Geld geben, um die guten Projekte auch wirklich zu machen und dann auch nach Cannes bringen zu können. Kein Klagelied über zu kleine Subventionen ist dieser Film im Gedenken an den österreichischen Schilling. Obwohl die Tatsache, dass es sich dabei um einen Kurzfilm handelt, schon mit dem bescheidenen Budget zu tun hat. Nikolaus Neuhold erzählt in knapp 10 Minuten die Geschichte von zwei Teddybär-Dieben. Wahnsinn! Wahnsinn, super! Ich hätte wohl nicht gedacht, dass das so leicht geht. Beruhig dich. Meine Sammlung von 1961 bis jetzt. Komplett. Hast Hunger? Nach dem gelungenen Coup sind die beiden übermütig und hungrig. Sie brechen deshalb auch noch in einen Würstelstand ein. Auch dieser Film wurde in Cannes gezeigt. Keine Angst, das wird nicht das versprochene Abendessen. So. Jetzt brauche ich nur noch den Schalter für den Grill. Na, haben sie offen oder nicht? Weil nach oben das Licht eingeschaltet ist. Sicher haben wir offen. Ich hab nur gerade... Eine Lampe gewechselt. Die Lampe gewechselt. Na wunderbar. Dann gibt's bei Ihnen sicher noch was Gutes für einen hungrigen Beamten, oder? Ich habe in der Nacht vor Cannes ein Drehbuch fertig geschrieben für einen Kurzfilm und habe dann in Cannes gesehen, dass einfach überhaupt keine realistische Chance besteht, damit langfristig was zu erreichen, und habe ihn, wie ich zurückgekommen bin, aus Cannes ad acta gelegt. Ich habe auch jetzt ein Projekt fertiggestellt, erst vor einer Woche. Das war jetzt eine 30-minütige Doku über die US-Präsidentenwahlen. Das ist jetzt auch fertig, das heißt, da beginne ich jetzt die Festival-Einsendungen, und langfristig ist es natürlich der Spielfilm als einzige Möglichkeit, wenn man Filme machen nicht nur als Hobby sehen will, sondern als Beruf. Da hat ja unter dem Konsul Neumann eingebrochen und seine Teddybären-Sammlung gestohlen. Teddybären? Ja, Teddybären. Aber es war keine gute Idee. Weil der Konsul Neumann war gerade bei unserem Polizeipräsidenten zum Abendessen eingeladen. Und daraufhin sind jetzt alle freien Einheiten auf Verbrechersuche. Sänger. Eine Burenwurst und zwei Paar Frankfurter.